Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Franbo. Und wir haben jetzt das Wasser für Edward. Das wir ihm auch sehr schnell bringen werden, damit wir endlich wissen, was mit dieser Höllenmaschine auf sich hat. So, Wasser. Bitteschön, lieber Edward. Edward, hier ist der Eimer Wasser. Ich bekam Hilfe von den glänzenden Insekten. Du meinst die Luzifers? Ah, genau so heißen die. Sie sind nett, ja. Aber nur wenn man sie in dieser Realität sieht. Kann sein. Sie sind gefährlich, wenn du sie in der fünften Realität triffst. Sie könnten dich verbrennen. Wow, mich verbrennen? Naja, ich war noch nie in der fünften Realität. Kommt unser Remon? Der Ziegendämon? Nicht aus der fünften Realität? Also, so langsam machen mir diese Realitäten echten Knoten ins Hirn, muss ich sagen. Also. Ich empfehle es dir nicht. Was doch sinnvoll ist, könnte deine schlimmste Erfahrung werden. Oh, ich habe vergessen, dir für das Wasser zu danken. Danke, Fran. Ah, Fran, es ist 2:34 Uhr. Die Reise beginnt. Gehen wir in die Maschine. Warum sind wir noch hier draußen? Weil wir reingehen können, ne? Ist der Midnight trappelt hinterher? Ja, das Geräusch passt. Warum denke ich jetzt gerade an Zurück in die Zukunft? Weiß das jemand? Es ist 2.36 Uhr. Wir haben eine große Chance, das Ziel in gutem Zustand zu erreichen. Die Ultra-Realität, ne? Oder? Ja. Und, wir sind bald auf dem Weg in die dritte Realität. Bist du aufgeregt, Fran? Verstehe mehr? Wo ist es? Wo ist es? Verstehe mehr. Vielleicht wäre ich aufgeregt, wenn ich mehr über die Realität wüsste. Das wirst du bald verstehen. Die Antworten sind nicht leicht zu zähmen. Klingt komisch. Warum nicht jetzt? Warum nicht jetzt? Bald? Warum nicht jetzt? Zeit geht vorbei. Sie muss, damit du am Leben bleibst. Ach so. Wenn alles jetzt passieren würde, würdest du wohl explodieren. Das ist natürlich richtig. Willst du mir sagen, dass die Antworten, die ich suche, zu mir kommen, wenn sie es wollen? Nicht ganz. Weißt du was? Ich sollte besser sagen, durch die Zeit musst du entdecken und erfahren, um zu verstehen. Das heißt, die Antworten kommen, wenn du sie findest. Nicht, wenn andere dir sagen, wie oder wo du sie zu finden hast. Ah, verstehe. Jetzt bin ich aufgeregt. Du hast meine Neugier geweckt. Das ist das Beste, was du tun kannst. Sei neugierig und du wirst immer wieder überrascht. Aber nun, Fran, wir müssen Dinge erledigen. Reden bringt dich nicht nach Hause. Welche Dinge? Die Maschine muss ein wenig gewartet werden und ich glaube, du würdest das toll machen. Kriegen wir Mindestlohn? Hier sind die Feuerbeeren und das Wasser, das du gesammelt hast. Ach, kriegen wir den Krempel wieder zurück? Wieso hat er den dann genommen? Du musst die Wasserpumpe wieder ans Laufen kriegen und den Treibstoff mischen. Du findest alle Informationen, die du brauchst, wenn du in den Raum links gehst.
aber du darfst auch in jeden anderen Raum gehen. Ich werde damit beschäftigt sein, den Autopiloten einzuschalten. Aber wenn du eine Frage hast, bin ich da. In der Tat. Aber sowas habe ich noch nie getan. Das macht es noch aufregender. Viel Spaß, Liebes. Okay, ich gehe jetzt. Ja, mein ehemaliger Chef hatte auch so eine Begabung, seine Mitarbeiter ins kalte Wasser springen zu lassen. Aber ich gucke mir erstmal hier die Brücke an. Die ist ja so liebevoll gemacht hier. Was ist denn da? Telefon. Also, ja, vor allem hier eine Leiste, ein Schuh, ein Hammer, Klebeband. Ich behalte das Klebeband. Kann man immer gebrauchen. Genau. Untersuchen. Das Klebeband heilt kaputte Dinge. So, und? Der Eimer ist voll Wasser. Und? Die Feuerwehren brennen nicht mehr. So, ja. Wir brauchen ein bisschen Kram, glaube ich. Ein Hammer wahrscheinlich zum Hämmern. Nur nicht, wenn du den Hammer für etwas anderes benutzen wolltest. Aber wofür? Nee, ich lasse ihn hier. Ja, wenn du ein Hammer bist, ist alles andere für dich Nägel oder so, ne? Lautet doch der Spruch. Eine Schuhleiste. Ein hölzerner Fuß. Erinnert mich, als ich ein Baum war. Ja. Ich glaube, das ist ein Modell, um Schuhe zu machen. Aha. Edwards Schuhe sind sehr schön. Was sind immer noch? Was ist das? Eine Anleitung? Also, rechter Schuh, links kein Schuh. Nerven. Schuh. Man reißt die Fußsohle ab, nagelt sie auf den Schuh und dadurch kann man dann fühlen, wenn man Schuhe trägt oder wie. Füße, ein Fuß mit einem Schuh, einer ohne. Das ist schon wieder die Tester-Sprache. Ich frage mich, was da steht. Ist das Fußfleisch an der Schuhsohle? Füße. Ja, also. Eine Feder. Wie im Rätsel des großen Zauberers. Aber eine Schreibfeder ist das. Der Stift der Menschen und die Freiheit der Vögel. Ja. Ich glaube, ich wusste die Antwort schon vor dem Rätsel. Ein Bildschirm? Das sieht sehr kompliziert aus. Eine Tasse Tee. Ich finde, Edward hat Geschmack. Er mag Dinge, die ich auch mag. All die Details verwirren mich. Es interessiert mich nicht, was das ist. Flasche ein andermal. Ein Teddybär. Ein Autoschen. Edward. Was ist das? Ein Fahrrad? Ein Heimtrainer. Das ist komisch. Was? Ich habe auch ein rotes Fahrrad. Aber das ist natürlich nur ein Zufall. Es gibt viele rote Fahrräder. Und hier haben wir einen Kompass. Ich weiß, was es ist. Ein Kompass. Aber der hier ist durcheinander. Er zeigt Norden und Süden gleichzeitig. Und das hier ist... Ich frage mich, was das für eine Maschine ist. Das wird der Fluxkompensator sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das macht bestimmt viel oder gar nichts. Dinge bewegen und drehen sich. Mehr sehe ich nicht. Hier sind noch ein paar Schalterchen. Ein Minigame. Kamala Hand. Press Start. Bin ich jetzt aufgelegt für ein Minigame?
Start. Get ready. Aha, Space Invader mit. Wieso geht er nicht? Get ready. Ach so. Game over. Ich muss den Stick hier benutzen. Mein Gott. Da war den Programmierern wohl ein bisschen langweilig in der Nachtschicht, oder? Konnten nicht schlafen oder sowas. Oh, ouch. Achso, ich bin wieder. Wunderbar. Ich habe dieses Spiel noch nie gemocht. Wir haben ein Grammophon. Bei dieser Musik denke ich an Gabeln. Gabeln? Vielleicht macht man sie mit Gabeln. Man weiß ja nie. Haben wir sonst noch was? Ein Telefon. Nach Hause telefonieren. Hallo, hier ist Fran. Ich kriege keine Antwort. Egal. Ich kann ja immer noch mit mir selbst reden. Was wir auch gern und häufig tun. Hier ist ein Knopf, da ist ein Knopf. Er hat gesagt, die Tür links, aber was für ein Links? Kätzchen, weißt du was? Die Flugmaschine ist unglaublich. Sie fliegt. In der Tat. Die Tür links, dann meint er die mit. Also nehmen wir erstmal die Tür. Gehen wir erstmal ein bisschen rumlaufen. Da ist. Süße Bären, sie halten Händchen. Da ist unsere mechanische. Unser mechanischer Mr. Midnight. Können wir da hochklettern? Oh, die Leiter führt zu einer Tür. Aber sieh zu. Scheinbar kann das von außen geöffnet werden. Ich kann es nicht von hier außen öffnen, wenn ich drin bin. Hier sind Katzen, jede Menge Katzen. Ich frage mich, ob Edward schwarze Katzen wirklich mag. Wenn diese Puppen Mr. Midnight darstellen, wäre das komisch. Edward lässt mich über so viele Dinge grübeln. In der Tat, hier stehen Bücher. Oh, so viele Seiten zum Lesen. Ich hoffe, es gibt auch Bilder. Aber Buchstaben sind okay. Sie geben einem Dinge zum Vorstellen. Manchmal verstehe ich Geschichten falsch und das kann gefährlich sein. Hier ist ein Theater. Irgendwas scheint zu fehlen. In der Tat, wir brauchen einen Schlüssel. Das Schlüsselloch braucht sicher einen Schlüssel. Und dann wird da wohl irgendwas aufgeführt. Hier ist Krimskrams. Viele Dinge zum Ansehen. Ich glaube, davon brauche ich nichts. Ich frage mich, es gibt viele Dinge, die wir wirklich nie brauchen. Und hier die Teekanne, da mit dem Besteck dran. Diese Lampe sieht aus wie ein Teekessel mit Gabeln und Löffeln. In der Tat. Eine Uhr. Und hier ist, das ist doch unser König, ne? Oder das sind viele kleine Handschuhe. Sie kommen mir bekannt vor. Sind das die Handschuhe, die ich in der Zeit verloren habe? Vielleicht hat Edward diese Handschuhe gestohlen. Vielleicht ist Edward das schwarze Loch in der Waschmaschine. Und hier, das ist König Zia. Ich erkenne ihn wieder. Ich verstehe. Sie sind Freunde. Das ist gut. Jetzt will ich Edward vertrauen.
immerhin hat uns das diese Erkenntnis gebracht. Und es gibt noch... Ach, das ist dann der Schlüssel für... Ach Gott, das ist wahrscheinlich für hier oben die Tür, der Knopf. Aber erstmal gucken, was hier am Tisch rumliegt. Oh, das sieht nach einem mathematischen Problem aus. Aber ich will es nicht lösen. Ich muss andere Dinge tun. Aha, nachdem wir ja vor einigen Folgen die Fibonacci-Folge brauchten. Da hatte ich jetzt kurz Sorge, wir müssen hier die Fermatsche Vermutung überprüfen. Das können wir anklicken, aber was ist das? Ich frage mich, was diese Maschine zählt. Das sind kleine Kabel. Wie funktioniert das? Etwas Technologie ist faszinierend. Ja, und scheint eine Hauptsache vom Schrott zu kommen. Ja, hier noch Bücher. Nee, das ist... hier hängen Gabeln rum. Wohl, sieht nicht schlecht aus. Habe ich noch eine leere Wand zu Hause? Die Tür ist zu. Vielleicht kann jedenfalls sie später öffnen. Ach Gott sei Dank, eine Tür geschlossen ist. Was ist das? Ach, das ist der Lichtschalter. Das ist gar kein Schalter. Moment, Lichtschalter. Dunkel. Da leuchtet auch nichts verdächtig. Alles klar, hier geht's auch nicht weiter. Schuhe? Viele Schuhe. Vielleicht sind sie zu eng für den großen Edward. Es gibt auch viele Frauenschuhe. Vielleicht gefallen sie Edward. Natürlich, warum nicht? Sie sind hübsch. Ja, vielleicht ist Edward ja so einer, oder? Auf der anderen Seite, als Skelett lebst du sicher nicht auf großem Fuß. Auf jeden Fall hast du keine Probleme mit... Blattfüßen. Gut, damit wäre das hier erledigt. Wir können mal dahin gehen. Knopf auf. Fran rein. Sag mal. Diese. So, dieser mechanische. Mr. Midnight. Schon irgendwie spooky, ne? Hier liegt Schrott rum. Was für eine Unordnung. Edward kennt das Wort Hygiene wohl nicht. Wieso so ein bisschen Schrott hat, ist doch nicht unhygienisch. Aber er weiß auch viel über mechanische Dinge. Vielleicht behält er die Teile, um neue Sachen herzustellen. Ganz sicher tut er das. Das, was ist das hier? Eine Zentrifuge oder sowas? Ein Kreiselkompass, oder? Hier ist noch so ein verrückter Kompass. Oh, der Kompass dreht sich hoch, runter, nirgends. Wow, das ist ein großer Kreisel. Ich glaube, das hier ist der Motor. Ach, das ist der Motor. Mir gefällt das Design. Sehr verständlich. Ach, du verstehst es? Und hier... Mietz. Hat Edward etwas über Wandbücher gesagt? Was sind Wandbücher? Hier ist ein Regler. Ah, hier haben wir. Das ist aber jetzt nicht die. Das ist eine andere Sprache, ne? Ich glaube, Edward ist hier der Dimensionsreisende zwischen den Welten. Der irgendwie alle kennt. Also hier anzünden. Dann hier aufdrehen. Das hier verbinden.
Hebel umlegen. HHO. H2O. Das ist Wasser. Ach, das wird mein Chemielehrer aber freuen. Ja, das ist diese Maschinerie hier, ne? Gut, was ist hier das? Der Zettel, da steht nichts drauf. Was steht auf dem Zettel? Realitätsansicht. Eine Tomate. Ultra-Realitätsansicht. Die Pupille wird größer. Chemische Mischung. AFM A18 2PF 5R15N166. Mikronährstoffe mit Feuerbeeren werden die Maschine verbessern und ein langlebiger Motor erschaffen. Feuerbeeren. Afuga Mercenis. AFM. Ah, Afuga Mercenis. Also Feuerbeeren hier rein. Und dann da rein. Die Mischung mit R15. Ist das. Da auch noch was rein, da was rein. Das geht da rein. Ich hoffe, das geht automatisch. Ja, und hier? Ach nee. Ah ja, die Schläuche müssen wir anschließen, das ist gut. Und das da müssen wir sicher irgendwo einfüllen. Ja, es war ja noch nicht kompliziert genug, ne? Ich glaube, das muss man einschalten, damit das funktioniert. Ja. Untersuchen. Ein blauer Schlauch bereit, benutzt zu werden. Ein rosa Schlauch. Könnte man gut irgendwo anschließen. Ja, das heißt, das ist erstmal das Wasser. Aufmachen, das habe ich eher verstanden. Benutzen, hier rein. Die Pumpe ist jetzt voll mit Wasser. Zu. Spickzettel. Also anzünden, Hebel nach rechts, Ventil öffnen. Wenn das die Reihenfolge ist. Wieso muss man da dann erst anschließen? Also das macht ja irgendwie keinen Sinn, oder? Das hier einhaken, dann den öffnen, der muss unten sein, ja, gucken wir mal, ja, der ist ja angeschlossen, was ist hiermit? Die Röhre scheint beschädigt zu sein, ja, und? Dann funktioniert der Krempel doch nicht, oder? Wir haben zu Hause auch eine Maschine, die so aussieht. Die macht wahrscheinlich warmes Wasser. Ich glaube, damit macht man Wasser heiß. Mal gucken, wie muss das Ding stehen? Er muss doch quer stehen. So. So muss der stehen. Der hat hier eine Verbindung. Vielleicht müssen wir den austauschen erstmal. Tja. Wir haben ja noch die Streichhölzer. Es kommt kein Gas aus dem Rohr. Mm-hmm.
Also. So, jetzt. Der Hebel nach rechts, der nach oben. Okay, was ist hier das? Wenn das rote Licht leuchtet, funktioniert es wohl nicht. Jetzt müssen wir den noch umlegen. Und es läuft da raus. Die Röhre scheint beschädigt zu sein. Wir haben das Klebeband. Super, alles repariert. Ich sollte mich umarmen, weil ich so klug bin. Oh ja. Oder wie hat es ein Kollege von mir immer so nett gesagt? Manchmal könnte ich mein Gehirn küssen. Und das läuft. Sind wir so schlau und hochbegabt. Ja, passiert hier was? Die Lichter zeigen bestimmt an, dass etwas funktioniert. Ich wollte das sagen, die haben eben nicht geblinkt. Ja, und jetzt kommen wir zum komplizierten Teil der Aufgabe. Realitätssinn, Ultra-Realitätssinn, chemische Mischung. Mikroerstöcher in Feuerwehren werden die Maschine ver... Also, die Feuerbären kommen da rein. Wir haben einen blauen und einen Was ist das hier? Realität und Ultrarealität? Interessant. Das sieht nach Chemikalien-Spaß aus. Das muss die Mischung für den Treibstoff sein. Ja. Mal gucken. Hammer. Das da geht in die zwei Becher und die zwei Becher. Wir haben einen blauen und einen rosa Schlauch. Ich vermute mal, der hier und der sind das. Also aus R15 geht es nach A18 und 2PF. Oh Gott, ob ich das merken kann. Die sind nicht beschriftet. Fehlen da nicht mehr Schläuche? Ah, falsches Diagramm. Also R15. 2PF. Von R15 nach A18 brauchen wir auf jeden Fall einen Schlauch. Was soll der Schlauch benutzen hier? Das passt hier nicht. Was ist in dir, kleine Flasche? In dir, kleine Flasche. Oder... Da kommt doch. Da kommen doch die Feuerbeeren rein, oder? Die nicht brennenden Feuerbeeren in die Vase. Fertig. Dann müssen wir den da anschalten. Ich glaube, das muss man anschalten, ja? Oder anzünden vielleicht. Ja. So, und können wir jetzt mit dem Schlauch irgendwas machen? Das passt hier nicht. Ich glaube, das ist richtig. Ja, das ist es. Okay, dann ist das hier auch richtig. Hier haben wir wieder rotes Licht, blaues, grünes Licht. Müssen wir jetzt. Hier haben wir jetzt gerade A18 abgefüllt. Wo muss A18 hin? A18 kommt in den ersten Becher. Ach so. A18. Kommt hier hin. Wir nehmen so eine Pipette davon. A18.
2 PF. Und R15. R15 hier. Bitteschön. Was haben wir sonst noch? Ach, wieso drücke ich schon mal da drauf? N166. Brauchen wir sonst noch was? Nee, eigentlich nicht. Das. Achso, da müssen wir. Das geht um das Ventil da, ne? So. Müssen wir jetzt das Ventil hier umlegen? Moment, was ist denn das für ein Ventil hier? So, rot links, blau rechts. Rot links, blau rechts. Gucken wir mal. AFM fehlt. Wir haben doch AFM, oder? Was läuft hier falsch? Verbrennt ganz schön viel, das ist gut. Ja, die Schläuche. Können wir hier noch irgendwas manipulieren? Da sollte eigentlich irgendwas rauskommen. Aber was ich jetzt nicht so ganz verstehe ist, hier kommt das raus. Okay, aber der Schlauch, der müsste doch eigentlich hierher kommen, oder? Aber das hat das Spiel ja irgendwie automatisch veranlasst. So, jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. N116. Wieso passiert hier nichts? Da müsste eigentlich was rauslaufen. Was ist in dir, kleine Flasche? Ja, nix. Es kommt ja nichts raus. Also irgendwie glaube ich, hier fehlt noch ein Schlauch. Der von hier nach hier gehen muss. Aber also ich habe mir mittlerweile ein Foto gemacht, ne? Hier ist ein Bleistift. Was sagt sie? Ich habe schon einen Stift. Den hier brauche ich nicht. Trinkt man daraus Wasser? Die sind so klein. Eine Vase ohne Blumen. Naja, ich lasse sie mal. Also meines Erachtens nach fehlt da ein Schlauch. Was für eine Unordnung. Und zwar ein blauer Schlauch. Wo kriegen wir den her? Edward fragen, oder liegt hier irgendwo ein blauer Schlauch rum?
da liegt einer. Ah, der hat vermutlich gebraucht. Wir fragen Kollegen Edward. Hier ist ein blauer Schlauch. Kannst du mir nochmal sagen, was ich tun soll? Klar, bring die Wasserpumpe ans Laufen und misch den Treibstoff. Folge einfach dem Wandbuch. Das ist wie ein Handbuch an der Wand. Gut. Ich brauche einen Schlauch. Oder habe ich was? Was als Schlauch fungieren könnte? Die Tür ist zu. Diese Maschine. Von der wissen wir nicht, was sie tut. Aber sie ist zu, die Tür. Ja, gut. Also irgendwie bin. Habe ich was übersehen hier? Irgendwie bin ich der Meinung, wir brauchen dann noch einen Schlauch. Nein. Egal, komm. So, wir ändern mal die Realität. Da hängt was. Da habe ich ja viel gebraucht, oder? Was ist das? Der Schlauch, den wir brauchen. Oh, das sieht aus wie ein grüner Oktopusschlauch. Ja, genau, den brauchen wir auch. Da habe ich jetzt für gebraucht. Und was ist mit dir? Sekunden, Minuten, Stunden und Tage. Bitte was? Tick-Tack, Tick-Tack. Ich habe vergessen, dich zu verstehen. Ich habe vergessen, mich selbst zu lieben. Sekunden, Minuten, Stunden und Tage. Aha, ist das. Soll das Friend sein? Ich meine, da gibt es ja so eine gewisse Ähnlichkeit, ne? Und ihre Arme sind Augen. Ist das. Boah, ich blick das nicht. Ich habe vergessen, dich zu verstehen. Ich habe vergessen, mich selbst zu lieben. Sekunden, Minuten, Stunden und Tage. Oh ja, was hängt denn hier oben? Da hängt noch so ein Auge. Gut, schauen wir uns hier mal um. In der fremden Realität. Aha, die Clownsmaske. Hat er was mit den Clowns zu tun? Aber sonst ist hier nichts, ne? Und was, wie sieht's hier aus? Oh, die Scheißzwillinge. Aber sie sind getrennt. Die eine guckt glücklich, die andere guckt unglücklich. Und sie hat den Schlüssel. Den Schlüssel dafür nehme ich an. Nicht den Schlüssel für Mr. Midnight. Seid ihr? Seid ihr hier, um Edward zu töten? Hallo? Warum sprecht ihr nicht mit mir? Tut mir leid, was ich getan habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ja, wir haben es ja nicht den getrennten Zwillingen angetan, oder? Seid ihr. Naja, egal. Ihr habt einen Schlüssel, den ich brauchen kann. Untersuchen. Ein Schlüssel. Ich habe ihn einem der Zwillinge geklaut. Ja, sehr schön. Was ist hier? Königzieher. Ja, und die Zwillinge geben sonst nichts her. Kann ich jetzt da hoch? Nein. Die ist immer noch verschlossen, die Tür. Gut, alles klar. Wir haben unsere Pillen wieder. So, was liegt hier?
Noch ein Schlauch. Ein Schlauch, eine Art Verbindung. Ad Anschluss fragen mich, wofür. Ja, das müssen wir jetzt mal. Hier liegt noch ein Auge. Das brauchen wir nicht. Den Bleistift brauchen wir nicht. Ja, aber das Bild verstehe ich jetzt nicht. Sekunden, Minuten, Stunden und Tage. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich habe vergessen, dich zu verstehen. Ob sie nicht mehr sich nicht mehr selbst an sich selbst rankommt, sich selbst versteht, sich selbst fühlt. Ja, das Wort habe ich gesucht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben Schläuche. Und ich habe hier irgendwo noch ein Foto. Wir brauchen einen blauen Schlauch. Den brauchen wir irgendwie hier, ne? Ja, so oder so ähnlich. Und jetzt haben wir noch einen grünen Schlauch. Und den brauchen wir hier, sonst kommt der gar nicht in dieses Glas rein. Ich glaube, ich bin fertig. Super Chemikalien, Frambo. Hier haben wir jetzt unseren Treibstoff. Super Chemiker in Frambo. Das ist unser Treibstoff. Ja, prima. Und da kommt auch schon Edward. Fran, ich habe es geschafft, den Autopiloten zu reparieren. Brauchst du Hilfe? Ach, Alter, ich doch nicht. Ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen. Ich habe alles getan, was du gesagt hast. Sehr gut, Fran. Alles scheint perfekt zu funktionieren. Ja, alles sieht super aus. Was tun wir jetzt? Naja, ich wollte dich fragen, ob du Angst vor Hasen hast. Hasen? So aus dem Hut oder das Killer Rabbit? Aus der wunderbaren. Nee, wo war das noch her? Das Killer-Kaninchen. Das war mal ein Kaninchen, kein Hase. Warte, der Kokosnuss, genau. Naja, ich wollte dich fragen, ob du Angst vor Hasen hast. Weiß nicht. Hasen spielen manchmal ganz merkwürdige Rollen in so. Naja. In einem der Räume ist ein kleiner Hase. Und ich? Ich habe große Angst vor ihm. Würdest du mir helfen, ihn loszuwerden? Ein Hase? Das kommt wohl auf den Hasen an. Ich wette, er ist nicht klein. Bei allem, was ich gesehen habe, kann ich mir nur eine Art Hase vorstellen. Es ist ein Schokohase. Oder einer mit Hörnern und bösen Augen. Ja, so stelle ich mir auch gerade vor. Das musst du selbst sehen. Er hat eine rosa Nase und blaue Schuhe. Aha. Es sitzt einfach da, blinzelt nicht, bewegt sich nicht, starrt nur vor sich hin. Das klingt wirklich gruselig, aber ich muss ihn sehen, sonst weiß ich es ja nie. Du bist sehr mutig, Liebes. Folge mir. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.